Die Aktienmärkte haben sich gesagt, naja, dieses Coronavirus, kurze Geschichte, geht vorbei, machen wir uns darüber mal keine Sorgen. Aber das dürfte seit gestern Abend vielleicht anders werden, denn Apple mit einer ziemlichen überraschenden Umsatzwarnung und das dürfte nur der Anfang sein. Es wird viele, viele Firmen geben, die dann im Gefolge von Apple sagen, oh, wir können leider unsere Ziele in Sachen Umsatz und Gewinn nicht erreichen und das könnte die Aktienmärkte auf den falschen Fuß erwischen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zum Ausblick auf die Märkte, gestern ja wieder ein Tag zum Vergessen ohne die Amerikaner, aber dann hat Apple ein bisschen Musik in die Geschichte gebracht und wir schauen uns mal hier diese Aussagen an, die Apple gestern so gegen 22.20 Uhr in etwa rausgebracht hatte. Da heißt es, wir können leider unsere vor kurzem erst gegebene Umsatzerwartung nicht einhalten und das sagt man hat vorwiegend zwei Gründe. Einmal, weil eben der weltweite iPhone Supply, also das Angebot an iPhones, die Lieferbarkeit von iPhones offenkundig jetzt schon erste Problemchen bereitet, wie Apple zugibt. Das heißt, man sieht, dass zwar die eigenen Produktionsstätten oder die Produktionsstätten der chinesischen Partner nicht in dieser Problemregion Hubei liegen, aber die Produktion ist viel langsamer nach oben gefahren worden als erwartet, so sagt Apple gestern bzw. vorgestern, ja, hatte die Global Times gemeldet, dass Foxconn, der maßgebliche iPhone-Produzent, jedem Arbeiter, der wieder zurückkehrt, etwa 430 Dollar, 3000 Yuan anbietet. Das zeigt ja schon, dass das offenkundig nicht so ist, dass die alle wieder zur Arbeit strömen. Und genau das sagt eben jetzt auch Apple. Es ist vorwiegend ein Problem zu weniger Produktion aufgrund fehlender Mitarbeiter, die eben nicht bei der Arbeit sind. Und man sagt eben auch seitens Apples, dass man zwar in China einige Geschäfte wieder geöffnet habe mit begrenzten Öffnungszeiten, aber gleichwohl da praktisch niemand hingeht, das ist genau das Problem. Das heißt, es findet derzeit so gut wie kein Umsatz statt von Apple in China und es ist eben nicht nur Apple, das in China derzeit keinen Umsatz macht. Es ist so, dass jetzt auch Fluglinien, die aus Asien, etwa Singapore Airlines, jetzt die Flüge drastisch gestrichen haben, etwa in die USA, nach Frankfurt, wo auch immer. Also das ist schon eine Lawine, die da rollt und die Märkte haben sich gesagt, naja, was haben wir damit zu tun? Jetzt ist es aber vielleicht so, wie Sven Henrik mit beißender Ironie sagt, ja, jetzt muss die Fed ein sogenanntes Not QE launchen, also praktisch Käufe von iPhones, damit Apple dann doch noch seine Umsatzziele erreicht. Das bringt vielleicht das ganze Geschehen so ein bisschen auf den Punkt. Gestern übrigens ja auch schon die Meldung, dass die amerikanische Handelskammer in Shanghai sagt, die mir eine Umfrage gemacht hat unter ihren Mitgliedern, die sagt, ja, das größte Problem, 78% der amerikanischen Firmen in China berichten, dass das größte Problem ist der Mangel an Mitarbeitern, sodass die volle Produktion nicht mehr heraufgefahren werden kann. Und man sagt hier schon auch, dass sozusagen das große Problem ist, dass bestimmte Teile schon nicht mehr verfügbar sind. Da sagen hier etwa 48% dieser Firmen, die globalen Operationen sind durch diese Schließungen schon massiv betroffen. Also man sieht jetzt so langsam Licht oder kommt so ein bisschen Licht in den Nebel, was das wirklich jetzt für Auswirkungen haben wird. Wie gesagt, die Aktienmärkte haben das ein bisschen verdrängt, haben gestern auch die Meldung so ein bisschen beiseite geschoben. Hier Reuters unter Berufung auf Insider der Trump-Administration, dass man jetzt im Grunde Huawei komplett abkoppeln will, dass sozusagen amerikanische Firmen keine Teile mehr verkaufen dürfen, Chipfirmen keine Teile mehr an Huawei verkaufen dürfen, mithin also an chinesische Firmen nicht mehr verkaufen dürfen. Soll wohl jetzt in dieser Woche eine Sitzung geben, wo das entschieden wird. Das wäre dann auch der nächste Schlag vielleicht für die US-Tech-Werte, die ja nicht so gerade günstig bewertet sind, wenn wir uns hier mal eine Apple anschauen. Hier sehen wir die Aktie sogar über das obere Bollinger Band ausgebrochen. Das passiert relativ selten und hat normalerweise dann immer Rückschläge, Kursrückschläge nach sich gezogen. Wir sehen hier allerdings die Apple-Aktie, wie sie dann im Jahr Ende 2018 mit einer Umsatzwarnung kam, also ähnlich wie jetzt und dann gestiegen ist. Es ist nicht ausgeschlossen angesichts der Verrücktheit dieses Casinos, dass das Gleiche wieder passiert. Die Apple-Aktie steigt, weil man weniger Geld verdient. Das würde ja durchaus Sinn machen, apropos Geld verdienen. Hier sehen wir, dass die Berichtssaison in den USA zwar bisher angeblich sehr positiv ist,
71% der Firmen haben über dem Standard berichtet, der erwartet worden war. Der Durchschnitt ist allerdings etwas höher. Aber wir sehen, dass die Gewinne der Unternehmen ohne die großen fünf, nämlich ohne Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Google, 7% rückläufig gewesen wäre. Vor allem, weil die Russell 2000 Unternehmen hier sehr schwach sind. Im S&P 500 wären wir sozusagen bei Null, wenn es jetzt diese großen Tech-Player nicht gäbe. Und das zeigt und erklärt vielleicht auch, warum diese Werte so gut gelaufen sind, viel besser als der Gesamtmarkt gelaufen sind, aber eben den Gesamtmarkt wie den S&P mit nach oben ziehen. Aber jetzt ist eben auch das so ein bisschen in Gefahr. Wir haben in Sachen China die Meldung, dass der Leiter des Krankenhauses in Wuhan gestorben ist. Jetzt auch nicht gerade ein alter Mann mit bester medizinischer Versorgung, wie man annehmen kann, ist jetzt auch verstorben. Das heißt, diese Pest, diese Seuche, die bekommt immer mehr Gesichter jetzt auch, immer mehr Biografien. Das zeigt, wie gefährlich offenkundig dieses Coronavirus schon ist. China hat es jetzt erstmals geschafft, wie man sagt, die Zahl unter 2000 zu drücken, der Neuinfizierten, und die Zahl der Toten unter der 100er Marke. Das sind statistische Wunder, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Statistische Wunder haben wir allerdings auch in Asien. Wir hatten ja gestern die Zahlen zum japanischen BIP mit 1,6% zum Vormonat rückläufig und 6,4% zum Vorquartal, Vorjahresquartal, Vorquartal muss es hier heißen, aber hier das Vorjahresquartal minus 6,4%, und das eigentlich, obwohl die japanische Notenbank inzwischen 80% aller ETFs besitzt in Japan, des japanischen Marktes, dreimal etwa das Volumen der Fed in Sachen QE betreibt und ein massives Defizit aufgehäuft hat, und trotzdem fällt das BIP in Asien. Das sollte all denen eine Warnung sein, die glauben, dass man mit Gelddruckerei die Dinge schon irgendwie in den Griff kriegt. Nein, tut man nicht. Japan ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass das alles vergeblich sein wird. Wir haben heute Zahlen aus Deutschland, der ZDW-Index um 11 Uhr, der kürzlich ja so wahnsinnig stark nach oben geschossen war. Aber die Zahlen aus Dezember waren eine ziemliche Katastrophe und dürften jetzt angesichts des Coronavirus auch in den nächsten Wochen nicht gerade berauschend sein. Da war noch so ein bisschen Euphorie im Januar, wo man sich gesagt hat, es geht doch wieder bergauf, aber die weiteren Zahlen haben gezeigt, dem ist eher nicht so. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wir sehen dieses Gap hier nach unten, eben aufgrund dieser Umsatzwarnung von Apple. Wir sehen asiatischen Märkte so 1,5% durchgehend im Minus. Der Nasdaq eben reflektiert diese ganze Geschichte. Wir sehen den S&P 500 3372, und was wird das Ganze beim DAX machen? Der auch mit diesem Gap nach unten 13.725, man hält sich also noch, das ist allerdings nur der Anfang. Wir haben gestern schon BHP Billiton gehabt, die gesagt haben, okay, wenn das länger dauert, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben Nissan, die sagen, wir werden unsere Ziele nicht erreichen. Wir haben die Fluglinien, die sagen, das wird eine ganz heftige Geschichte, 1,0834 der Euro. Wir sehen, Gold kann hier zulegen, allerdings moderat 1585, und das amerikanische Crude Oil unter der 2,50er Marke. Wake-up Call, ein Weckruf für die Aktienmärkte. Leute, es geht nicht an euch vorbei, auch wenn ihr es geglaubt habt. Liquidität hilft nicht, das haben wir in Japan gesehen. Du kannst kollabierende Lieferketten, du kannst eine Wirtschaft, die bergab geht, wie jetzt im Fall Chinas, nicht durchdrucken plötzlich wieder, durch Gelddrucken plötzlich wieder praktisch aus dem Sumpf ziehen. Das wird nicht funktionieren. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Gestern hat sich ja irgendwie so ein wild gewordener Bajuwar in mein Studio geschlichen, gewissermaßen, und da völlig unangemessene, allerdings richtige Sachen gesagt über manche Politiker. Davor war schon mal ein ähnlich realsozialistischer Sachse. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, muss hier vielleicht mal richtig absperren, damit solche Sachen nicht mehr passieren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.